Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Wir sind gerade aus Killica raus und sind jetzt auf der CS Winnow nach Lucca unterwegs. Hier in dem Raum waren wir letzten Part noch drinne. Jetzt werde ich mal hier runtergehen. Wobei ich glaube, da waren wir auch schon. Jupp, im Maschinenraum waren wir auch schon. Maschinenraum, wenn man es dann so nennen möchte. Komm, weil sie so schön singt. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt mal an Deck und quatschen mit allen Leuten. Wir werden die ein oder anderen Sachen noch erledigen und dann direkt in Lucca ankommen. Jupp. Wer bist du? Kann ich mit dir reden? Nein. Ich glaube, das ist der Typ, dem wir mal das Fernglas geklaut haben. Auf der CS Licky. Ja, den kann ich nicht anquatschen, schade. Gut, bevor ich jetzt irgendwas hier trigger. What y'all talking about? Who are you supposed to be? Ah, I remember him. Guy from Killica. Huh? You know, one of the Besaid Aurochs said something about winning the cup. Oh, right. You're that idiot. Don't call him that. But he is an idiot. They don't got what it takes to win the cup. Well, they do now that I'm here. Yes, they will win. He used to be the star player of the Xanarkand Abes. Yeah, as if anyone lived in those ruins. It's not ruins. There's a big city there. There is. I got too close to Sin and... There is a city, really. Right, whatever your ladyship says. Na, ist doch super. Yuna ist voll auf unserer Seite, ey. Finde ich super. Die ist einfach spitze. Gut. Kimari? Was geht ab? Nix. Okay. Wen haben wir hier? Dieses Jahr schaffen es die Aurochs vielleicht weiter als sonst. Schließlich soll da ein Spieler aus Xanarkand dazugestoßen sein. Also nein, glaubst du den Schrott etwa? Natürlich nicht. Ich bin nur gespannt auf den Clown, der meint, er käme aus Xanarkand. Schönen Dank auch. Ich stehe gerade neben dir. Aus Xanarkand? Lass dir bessere Märchen einfallen. Sagst du mir noch mehr? Zu behaupten, aus Xanarkand zu kommen, studiere gefälligst die Lehre Jevons nochmal. Und da wiederholt sie sich. Alles klar. Was sagst du mir? Entschuldigung. Du bist doch der Spieler aus Xanarkand. Hast du auch ein paar Überraschungen parat? Noch nicht, aber gleich. Soll ich jetzt schon mit ihr labern? Ich weiß nicht, ich gehe erstmal hier hoch, weil ich kann noch ein paar Dialoge, glaube ich, abgreifen. Aber warte mal, ich muss jetzt mal kurz nachdenken. Nee, erstmal gehen wir hier rein. Und zwar liegt hier ein Albed-Lexikon. Zack, 5 Stück. Alle A's sind E's. Was sagst du? Wir haben 2 Media und noch die Gors an Bord. Mit so vielen wichtigen Personen, ist höchste Vorsicht angesagt. Besaid Aurochs, ach, die sind überflüssig, wie die, was, wie das SZ im Albed-Lexikon. Ja, stimmt, ich glaube, da gibt's gar keins. Du kommst aus Xanarkand, du sorgst für Gesprächsstoff auf dem Schiff. Ein solcher Märchenerzähler wie du bist. Was? Warte mal kurz. So. Ein solcher Märchenerzähler wie du ist mir bisher noch nicht unter die Augen gekommen. Ja, ich habe irgendwie gerade wieder ein bisschen Husten im Hals. Das lenkt ab, vor allem beim Vorlesen.
Du scheinst mir noch nicht entgiftet. Geh lieber früh ins Bett. Endlich sind die Gors in ihren Kabinen. Da fühlt man sich doch viel freier. Wacker ist zurzeit beschäftigt. Stellen lieber nicht. Doch. Well, say something. You'll take responsibility. Relax, he's bound to know someone in Lucca. And if not? He could always join a Blitz team. Anyhow, it's better than just leaving him in Besaid. What? Just leaving him in Lucca? What do you want me to do? Yuno wants to make him a guardian. Oh, yeah, geez. There's that too, eh? And whose fault is that? Not mine! It is mine, huh? Wacker ist schon gut drauf. Why do you think she wants to make him a guardian anyway? Because he's Sir Jack's son. All right. Wait, you sure about that? He's really Sir Jack's son? It's hard to say, but Yuna seems to believe so. Okay. Okay? Okay. That's all you have to say? Well, yeah, I mean, he's got to decide for himself, yeah? Well, him and Yuna, I guess. You're right, for once. Ahem. I wonder which is best. Lulu ist natürlich auch. Die haut natürlich auch einige gute Sachen raus. Why don't you tell him he should? Should what? Become Yuna's guardian. Why me? Because Yuna can't. Why not? He hates his father. What he was, what he did. Do you really think she can possibly say to him? I want you to be my guardian, like your father was to mine. And you're being oversensitive. All right, all right. I'll try talking to him after the tournament. Be discreet. I know. It's his decision. Das ist ziemlich interessant, denn die Beziehung zwischen Wacker und Lulu ist ziemlich wichtig, auch im späteren Spielverlauf und vor allem im nächsten Teil, Final Fantasy X2. Deshalb immer gut zuhören. Mal gucken, ob wir nochmal hoch können. He doesn't like his father. Apparently, he told Yuna as much. Hating your own father, huh? Sounds like a luxury to me. I don't even remember my parents. Can't say how I feel about them. I was 5 then, so I remember mine a little. Damn it! Hmm? Sin just takes everything away from us. So, mal sehen, ob wir nochmal hoch können. Nee, okay. Ich dachte, da käme jetzt nochmal was. Aber war ja eigentlich oft genug, ne? I'm sorry. I need some time to think. Go to bed, bud. Tournament starts tomorrow morning. Someone's bound to recognize you when they see your moves out there, huh? Ich habe jetzt gar keinen Plan mehr, ab wann hier was von alleine weitergeht und ich nichts mehr auf dem Schiff unternehmen kann. Deshalb speichere ich nochmal und werde jetzt gleich mal was Wichtiges holen. Vor allem, wenn ich die Sache jetzt gleich versemmeln sollte, ist das Speichern jetzt ziemlich wichtig. Denn ich würde das jetzt schon gern schaffen. Ist jetzt auch nicht so schwer. Aber ist halt die einzige Chance. Soweit ich weiß. Später gibt es eine gesteigerte Form von der Sache, die ich jetzt hole. Auch auf anderem Wege noch zu erreichen. Aber ich weiß nicht, ob dann jetzt der Trick, also ich hole jetzt gleich einen Trick fürs Blitzbeispiel, Voraussetzung ist, um diese gesteigerte Form überhaupt kriegen zu können. Deshalb ist der Trick, den man jetzt hier auf dem Schiff lernt, verdammt wichtig. Vor allem für das erste Blitzbeispiel, was wir in Lucca bestreiten werden, denn ohne diesen Schuss haben wir relativ wenig Chance,
zu gewinnen. Also da werden gleich Erinnerungen aus Tilos Vergangenheit, Kindheit, bezüglich seines Vaters erscheinen und die müssen wir dann rechtzeitig mit X und der entsprechenden Richtung wegdrücken, damit sie sich aus seinem Kopf verpfeifen und er sich in Ruhe auf den Schuss konzentrieren kann, damit er den hinkriegt und dann haben wir den Special erlernt, aber das werdet ihr jetzt sehen. Trying to follow in my footsteps, are you? I usually charge for lessons, you know. That shot is done like this. You can't do it, kid. But don't worry, my boy. You're not the only one. No one else can do it. I'm the best. Na, mal sehen, ob wir den Schuss hinkriegen, den Jacked Special Spezial. Sobald Tidus zum Jacked Spezial oder Special ansetzt, wird er von Kindheitserinnerungen geplagt. Bis Tidus zum Schuss ansetzt, sollten so viele Erinnerungen wie möglich verscheucht werden, damit der Jacked Spezial gelingt. Jetzt haben wir hier so eine kleine Übungsstunde. Also wir drücken jetzt noch diagonal links oben und X und können damit diese Fenster hier alle schließen. So, Zeit zum Ausprobieren. Zack, zack, zack. Wichtig ist auch gar nicht zu sehen, was da steht, sondern einfach, dass man diese Sachen wegkriegt, denn wenn man sie nicht wegkriegt, dann geht der Schuss schief und die Chance ist vertan. Hat's geklappt, jetzt geht's um die Wurst. Jo, ich werde mich jetzt auch mal konzentrieren und einfach mal nichts sagen, in der Hoffnung, dass das alle gut geht. Wünscht mir Glück, Leute, wir sehen uns gleich wieder. You're out of your league. You can't do it, kid. The best. Yeah, right. Whoa. What's that called? Doesn't have a name. Anyone can do it if they try. Show us one more time, yeah? Ah, hammermäßig. Jetzt haben wir den Jacked Special drauf. Der Typ hier übt auch gleich mal. Ein sehr wichtiger Schuss, Torschuss fürs Blitzball-Minispiel. Ohne den wir im Spiel gleich in Luca wenig Chance haben gehabt hätten. Aber jetzt quatschen wir erstmal mit Yuna. Weiter geht's. That was the Jacked shot, wasn't it? How do you know that? Sir Jacked showed it to me when I was a child. He called it the sublimely magnificent Jacked Shot Mark III. Huh. Stupid name, huh? You know what? There is no Mark I or Mark II, you know?
My old man said the name Mark III was just something to hook the crowd. He said they'd come back every night expecting to see Mark I and Mark II. And they really did come back. I used to get so mad. Is he alive, you think? I don't know. But Sir Jekt was my father's guardian. So he's famous here, too? Yes. So if anything happened to him, I should think word would get around fast. Uh-huh. What would you do if you found him? Who knows? I thought he died 10 years ago. Well, I'd probably just smack him one. After everything he put Mom and me through. And because he was famous, I was always... Well, you should know, Yuna. Hmm? Your father's famous, too. Everyone in Spira knows him, right? Hmm. Ain't it tough? It is hard to follow in his footsteps as a summoner. Sure. But the honor of having a father like him surpasses all that, I think. Well, there wasn't much to honor about my old man, that's for sure. You shouldn't say that about your father. I got the right. Hmm. I guess you do. Ow! Show me that move again! Yo! I didn't think my old man would come to Luca. He never did like watching other people play. But I couldn't help feeling something bad was gonna happen. And these feelings of mine are usually right. Sure, I had told Waka I'd help him win the tournament, but I wasn't sure I had it in me to play at all anymore. Bis hierher speichern, yo, das werden wir tun. Ja, jetzt bin ich natürlich gezwungen, die Szene noch mitzunehmen, aber das machen wir. Ich wollte jetzt eigentlich schon einen Cut machen. Ja, legen wir wieder neu an, ne? Wir haben ja Platz. Zack. Und jetzt kommen wir in Luca an. Mit. Their hometown was recently attacked by Sin. Isn't that right, Jimma? Yes, Baba. They're gonna be pulling out all the stops to try and bring back the cup this year. Exciting, isn't it, folks? Our next team off the ramp is... Well, well, well. If it isn't, the Basade Aurochs. They're a living, breathing, statistical impossibility. I've never seen a team this bad. That's right, in 23 years, they've never made it past the first round. Only a few die-hard fans are in the audience today. Best of luck to them and a safe journey back to Basade.
Right, Jim. Moving right along, our next team is... Here they are, folks. Our very own Luca Goers. They've got power, they've got speed, they've got teamwork. They're an all-round first-class team, and they're back home in Luca. Without a doubt, they are the favorite this year, Baba. And after the way they dominated last year, it'd take a miracle for them to lose today. You can say that again, Jimma. Look at the crowd, folks. Look at the crowd. Looks like all of Luca has turned out to cheer the Goers on. They know, I know, and you know, folks. The Luca Goers are number one. It's like this every year, yeah? Don't let it bother you. There, Goers. You guys are smiling now, but not for long. Cause this year, us Aurochs are taking the cup. What in Yevon's name were you doing up there? We sure stood out, though. We were on the sphere. We were? Maester Micah is here. Already? The number three dot! What's up now? Maester Micah has arrived, that's what. Micah? Maester? Maester Micah is the leader of all the peoples of Spira. He's come all the way from Bavel. The tournament is being held to honor his 50 years as Maester. 50 years? Shouldn't he be, retired by now? Hey, mind your mouth now! Let's all go see him! Ja, den Alten werden wir aber erst im nächsten Part kennenlernen, denn der Part ist jetzt schon ziemlich lang geworden und ich werde jetzt erstmal einen Cut machen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir einen Kommentar, ich werde auf alles antworten. Freue mich über jede Kritik und jeden Senf, den ihr dazugeben wollt und wünsche euch alles Gute. Dann bis zum nächsten Part, Leute, und auf Wiedersehen. Ciao.